Hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten Teil eurer Happy Hautpflegereihe. Heute kümmern wir uns um die verschiedenen Hauttypen. Im ersten Teil hatten wir die Haut, was die Haut beeinflusst, die Lebenssituation, wie lebe ich, wo lebe ich, wo halte ich mich auf, was ist der größte Hautpflegefehler schlechthin. Das haben wir uns jetzt im ersten Teil angeguckt. Jetzt gucken wir uns mal die Hauttypen an. Es gibt vier verschiedene Hauttypen an der Zahl: die normale Haut, die Mischhaut, die trockene Haut und die fettige Haut oder ölige Haut. Und das habt ihr bestimmt schon mal gehört, diese vier verschiedenen Hauttypen. Ganz wichtig ist zu sagen, der Hauttyp verändert sich. Auch das hatten wir jetzt schon im ersten Teil. Ein Hauttyp ist nie für ein Leben lang. Also das heißt, wenn ihr mal vor 2, 3, 4, 10 Jahren bei einer Kosmetikerin wart, im Sommer, im Winter, wann auch immer, die gesagt hat, das ist dein Hauttyp, dann würde ich tatsächlich sagen, ist es an der Zeit, das einfach nochmal neu bestimmen zu lassen. Denn ein Hauttyp kann sich ändern und verändert sich auch. Und das hatte ich im Teil 1 schon mit der Haut, Baby, Teenie, Erwachsenenalter, mit der Reife einfach auch gezeigt, dass die Haut sich verändert. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man da regelmäßig rüberschaut. Nichtsdestotrotz finde ich es ganz, ganz hilfreich, wenn man sich selber so ein bisschen einschätzen kann. Das heißt, wenn ich euch jetzt so ein bisschen die Merkmale mitgebe, der verschiedenen Hauttypen, könnt ihr mal gucken, ob ihr euch so ein bisschen erkennt. Wenn es daran geht, Pflegeprodukte festzulegen und den entsprechenden Hauttyp zu finden, dann sprecht mich super gerne an. Ich helfe euch da ganz unverbindlich kostenlos weiter. Aber auch wenn ihr das Gefühl habt, ich habe vielleicht nicht die richtige Pflege mehr für meine Haut, dann sagt super gerne Bescheid. Wir gucken da einmal ganz unverbindlich drüber und dann habt ihr auch einfach alles mal ganz aktuell bestimmt. Genau, so, fangen wir mal an mit der normalen Haut. Die normale Haut, die ist echt der Sechser im Lotto. Das ist das unkomplizierteste, unaufgeregteste überhaupt. Also die hat keine großartigen Auffälligkeiten. Die hat auch mal ein Pickelchen, ja, das hat sie auch, aber die hat keine vergrößerten Poren. Die ist ansonsten wirklich ganz unauffällig, ganz unaufgeregt. Die hat ja, keine größeren Poren, keine trockenen, schuppigen Stellen. Die ist da wirklich ganz, ganz unauffällig, dass ich sage, bei einer normalen Haut, Sechser im Lotto ist wirklich das... das, was mega ist, was leider tatsächlich die wenigsten haben. Die wenigsten haben eine normale Haut, deswegen, wenn, ist es wie ein Sechser im Lotto. Wenn ihr trockene Haut habt, dann wisst ihr das. Das ist auch ganz, ganz einfach. Diejenigen, die eine trockene Haut haben, die wissen, dass sie eine trockene Haut haben. Da neigt die Haut zu diesem Spannungsgefühl. Da hat man vielleicht auch mal so ein paar raue Stellen, manchmal ein bisschen schuppig auch. Die Haut neigt leider dazu, auch vermehrt Fältchen zu haben und auch feine Linien. Das Beispiel habe ich auch schon mal gebracht, das ist sehr simpel, aber nehmt einfach mal eine Rosine und eine Weintraube. Wenn ihr der Weintraube Feuchtigkeit entzieht, wird sie einfach ein bisschen runzelig, dann wird sie eine Rosine und genauso ist es halt auch leider bei unserer Haut. Wenn die Haut diese Feuchtigkeit nicht halten kann und eben zu Trockenheit neigt, dann ja, neigen wir eben auch zu Fältchen, zur feinen Linienbildung. Und da kann man aber auch ganz gut sehen, wenn ich der Haut, wenn ich ein Bedürfnis stille und dieses Bedürfnis nach Feuchtigkeit wirklich stille, dann kann ich die Haut wirklich von innen noch zusätzlich ganz gut diese Feuchtigkeitsdepots einfach wieder auffüllen und die Haut auch glätten. Also da merkt man mal so dieses Bedürfnis stillen. Ist einfach unheimlich wichtig und ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Der nächste Hauttyp, wo ich auch mal sage, wenn ihr das habt, dann wisst ihr das, ist nämlich fettige Haut. Also je weiter man wirklich in diesen Extremen ist, also hier ist normal, ne, und je weiter ich in diese Extreme gehe, sehr trocken, das weiß ich, sehr fettig, das weiß ich auch, also wenn ich eine sehr ölige Haut habe, dann ist es so, man sieht das dann in der Regel auch. Also die Haut produziert einfach mehr Hautfett, das heißt, man hat einfach sehr, sehr schnell einen Hautglanz da. Sie produziert nicht nur mehr, sie produziert auch schneller. Das heißt, wenn ihr morgens ist vielleicht alles gut, eine Stunde später sieht man es vielleicht. Und an der Stelle kann sich der ein oder andere vielleicht auch noch an das Beispiel erinnern, was ich früher ganz gerne gebracht habe. Kai hat eine unheimlich schlimme, kommen wir gleich zu, T-Zone. Und das war wirklich, egal was wir gemacht haben, also für Männer ist es noch schwieriger, zumindest zu damaliger Zeit, eine vernünftige, individuell auf das eigene Hautbild abgestimmte Hautpflege zu bekommen. Und der hat wirklich, das war alles gut und nach einer Stunde hat der so einen extremen Hautglanz bekommen. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Das haben wir in den Griff bekommen. Und genauso kann man das halt mit einer guten Hautpflege. Also man kann die Talgproduktion einfach regulieren, reduzieren. Aber wenn ihr eine fettige Haut habt, also eine
fettige Haut neigt auch zu Unreinheiten. Und der Grund dafür sind größere Poren. Also wenn ihr jetzt mal ein bisschen dichter an den Spiegel geht, dann kann man in der Regel auch halt vergrößerte Poren sehen, natürlich ganz gerne wirklich im Nasenbereich. Und dadurch neigt die Haut auch zu Unreinheiten. Ich sage immer, so eine Pore ist halt wie ein Töpfchen, ne? Und je größer eine Pore ist, umso mehr kann sich da auch einfach drin sammeln. Und ihr müsst euch das vorstellen, diese Pore ist nach unten ja nicht zu. Also das ist ja ein, sagen wir mal, wie ein Tor. Also das heißt, wenn das große Tor offen ist, ist es natürlich leichter einzudringen, als wenn es ein Mauseloch ist. Jetzt mal als Vergleich. Und das ist natürlich, in einer großen Pore sammelt sich auch viel mehr. Wenn ich wieder gucke, eine Pore ist wie ein kleines Schüsselchen, da bleibt im Laufe des Tages einfach ja auch unheimlich viel drin zurück, was wirklich in der Luft ist. Jetzt aktuell zum Beispiel, das wissen die wenigsten, aber auch das Thema Pollen, die bleiben ja auch auf der Haut zurück. Deswegen ist halt Hautreinigung auch ganz, ganz wichtig, aber dass die Poren einfach leer gespült werden. Aber je größer eine Pore ist, umso mehr kann sich einfach darin sammeln und umso größer ist einfach das Tor nach unten. Also dementsprechend kann auch einfach der Dreck, die Unreinheit von außen tiefer in die Haut gehen. Und dann haben wir einfach ganz, ganz schnell auch wirklich eine Entzündung und eben Pickelchen. Also das entsteht dann halt, das hat tatsächlich nichts mit der Hautfettproduktion zu tun und mit dem vermehrten Hautteig. Das liegt tatsächlich an der Größe der Poren. Dann das Thema Mischhaut. Und die meisten haben eine Mischhaut. Und es ist so, wenn ich frage, kommt ganz häufig als erstes, ich habe eine Mischhaut. Bisschen fettig, bisschen trocken hier und da, und das ist tatsächlich so, aber die wenigsten haben eine Mischhaut, die schon immer so war, sondern sie haben die Mischhaut sich anerzogen. Was ist denn überhaupt eine Mischhaut? Also eine Mischhaut hat wirklich diese klassische T-Zone, von der ich eben bei Kai gesprochen hatte, aber hat halt zusätzlich Bereiche, die normal bis trocken sind. Also wenn ihr zum Beispiel im Wangenbereich vielleicht gar keine Poren habt, das manchmal da vielleicht auch ein bisschen schuppt oder ein bisschen spannt, zusätzlich aber wirklich in diesem Bereich einfach vermehrt Hautglanz habt und vermehrt Hautfett, dann habt ihr eine Mischhaut. Was ich aber sagte, sie ist halt häufig anerzogen. Und das hatte ich in dem ersten Video auch schon gesagt, dass gerade wir als Teenies auch vielleicht manchmal einfach von den Freunden dann schnell beeinflusst sind. Die gehen los, kaufen sich ihre erste Waschlotion gegen Pickel. Wir rennen mit, haben vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Pickelchen. Aber gut, alle benutzen Waschlotion, also benutzen wir halt auch eine Waschlotion. Und gegen Pickel ist halt ganz, ganz, nicht ganz, ganz oft. Es ist tatsächlich generell austrocknend einfach, weil die Hautfettproduktion wirklich halt reduziert werden soll. Und die Haut wird ausgetrocknet. Wenn ich aber gar keine Unreinheiten habe, gar keine vermehrte Hautfettproduktion, wird an der Stelle die Haut ausgetrocknet und fängt an, jetzt bin ich ganz verwirrt, warum ist meine Haut auf einmal trocken, was mache ich jetzt? Und produziert nach. Und dann entsteht leider das, was wir nicht wollen, sondern sie ist halt ausgetrocknet, will etwas dagegen machen und produziert ganz viel Hautfett. Das heißt, es ist eine anerzogene Mischhaut, die ist antrainiert. Da kann man mit der richtigen Hautpflege die Haut wieder ganz, ganz toll ins Gleichgewicht bringen, und eine Mischhaut verzeiht auch unheimlich viel, genauso wie eine normale Haut unheimlich viel verzeiht. Je weiter ich in den Extremen bin, umso eher reagiert meine Haut dann auch. Das heißt, wir haben vier Hauttypen und wir haben noch einen Hautzustand, und dieser Hautzustand ist einfach, ich habe eine empfindliche Haut, ich habe eine sensible Haut. Ihr könnt mit jedem Hauttyp eine empfindliche Haut haben, und ihr seht es hier bei mir zum Beispiel, dass ich jetzt gerade enorm gerötet bin. Hier scheint jetzt die Sonne durchs Fenster gerade, und da sieht man direkt, ich reagiere. Manchmal geht es hier wirklich hoch an den Hals. Das ist wirklich wie so eine Landkarte, die Bundesländer, dass es abgegrenzt ist. Das hat es einfach eine empfindliche Haut. Und eine empfindliche Haut könnt ihr wirklich mit jedem Hauttypen haben, weil es ein Hautzustand ist. Wenn ihr sagt, oh, meine Haut ist so empfindlich, dass sie schmerzt, dann ab zum Hautarzt. Ganz ehrlich, wer eine Haut hat, die so empfindlich ist, dass sie schmerzt, dann ab zum Hautarzt und einmal abklären lassen, woran das liegt. Wenn es jetzt aber eine empfindliche Haut ist, die nicht schmerzt, kann man wirklich mit der passenden Hautpflege einfach ganz, ganz, ganz viel wirklich erreichen. Auch bei einer kranken Haut, Rosacea, Kuporose, Neurodermitis, Schuppenflechte, ganz, ganz viele von euch haben eine kranke Haut, und man kann mit einer Hautpflege natürlich jetzt eine Haut nicht heilen, aber man kann es schaffen, dadurch, dass
Hautbedürfnisse gestillt werden, dass die Haut, dass Schübe kürzer werden, dass die Haut nicht mehr so reagiert, dass sie ausgeglichen ist, dass sie halt im Gleichgewicht ist, dass es einfach ein schönes, einheitliches, ebenes Hautbild ist. Und das kann man ganz, ganz viel mit Pflege erreichen, mit der individuellen Pflege erreichen. Und was ich auch immer wieder leider höre, dass, ich will sie nicht alle über einen Kamm scheren, aber dass viele Hautärzte dann sehr aggressive Medikamente verschreiben, weil sie sagen, das geht so nicht. Ich persönlich bin jemand, der sagt, bevor ich jetzt halt wirklich die Medikamentenkiste nehme, versuche ich es erstmal auf anderem Wege. Und ich mache das Ganze jetzt seit über 5 Jahren. Und meine Erfahrung, also ich habe es gesehen in den letzten über 5 Jahren, meine Erfahrung nach kann man mit der passenden Hautpflege einfach wirklich ganz, ganz, ganz viel erreichen, dass die Haut einfach wirklich im Einklang wieder ist und dadurch eben einfach nicht mehr so reagiert. Gerade bei kranker Haut kann man einfach ganz, ganz viel erreichen und diese Krankheitssymptome, Zeichen, Schübe einfach auch lindern.